Mein Name ist Elmar Schneiders, ich bin Pressesprecher der Feuerwehr Bergisch Gladbach. Wir sind heute Abend um 6:45 über eine automatische Brandmeldeanlage hier in ein Krankenhaus im Stadtgebiet von Bergisch Gladbach informiert worden über die Auslösung einer Brandmeldeanlage. Die beiden zuständigen hauptamtlichen Wachen sind dann hier eingetroffen und haben bei Eintreffen festgestellt, dass es in einem Patientenzimmer zu einem Feuer gekommen ist. Aufgrund der Rückmeldung haben wir dann stadtweiten Vollalarm ausgelöst für die gesamte Feuerwehr Bergisch Gladbach, da es sich hier um ein Krankenhaus handelt. Wir konnten dann recht schnell die Menschenrettung in dem Patientenzimmer vornehmen. Wir haben eine Person aus dem Gebäude, aus dem Hause hier leicht verletzt aus dem Gebäude rausretten können. Weitere 7 Personen sind von uns in der Betreuung. Und rund 40 Personen, die in diesem Bauteil dieses Gebäudes des Krankenhauses noch auch untergebracht sind, sind in andere Bereiche verlegt worden bzw. sind hier im Moment im Freien und werden betreut. Ja, wie sieht es mit der Brandbekämpfung aus? Was muss da gemacht werden? Also das Patientenzimmer stand in Vollbrand und ist durch einen Innenangriff und von außen durch die Feuerwehr bekämpft worden und ist dann auch relativ schnell gelöscht gewesen. Ja, das heißt, wie viele Einsatzkräfte sind dann jetzt circa vor Ort? Den Überblick habe ich im Moment noch nicht. Wir haben aber Vollalarm und hier ist mit rund 100 Einsatzkräften mit Sicherheit zu rechnen, wenn nicht sogar mehr. Wir haben auch umfangreiche Rettungsdiensteinheiten hier in alarmiert, damit wir gegebenenfalls Patiententransporte halt eben auch vornehmen können. Gibt es noch einen Grundschutz für das Stadtgebiet? Genau, die beiden hauptamtlichen Wachen sind durch ehrenamtliche Kräfte jetzt auch noch besetzt. Das heißt, sollte also irgendwie noch was parallel passieren, sind wir gewappnet. Ja, was schätzt ihr, wie lange könnte der Einsatz jetzt insgesamt dauern? Wir sind im Moment dabei, halt eben die Patienten zurückzuführen in sichere Bereiche hier im Krankenhausbereich. Und der Einsatz ist für uns jetzt nach gut einer Stunde ist er fast durch und wir gucken, dass wir das hier alles wieder gelöst bekommen.